So, hallihallo und wieder einen herzlichen Gruß vom Daves Balkon an diesem herrlichen Donnerstag. Und das Wetter ist heute ein bisschen scheiße. Es ist immer wieder Regengüsse und immer wieder, ja, also immer wieder unecht, aber es macht nichts. Ich habe jetzt ja hier überdacht. Also mein Balkon ist ja überdacht. Für die, die es nicht wissen, also ich kann hier immer, wann immer ich will, drehen. Und wir haben heute uns ja vorgenommen Schwarzbiere. Und da habe ich zwei zur Auswahl. Und zwar fange ich schon mal mit dem absoluten Highlight an. Weil ich mache das meistens so, dass ich lieber das mir persönlich besser schmeckende Bier dann zuerst trinke. Ich kenne ja beide schon. Weil einfach, ja, am Anfang bist du noch mehr in der Lage, das auch richtig zu genießen. Ne? Je mehr man dann trinkt, umso scheißegaler ist es im Prinzip. Ne? Ganz ehrlich, wenn ich jetzt 4 oder 5 Bier getrunken habe, und da kann mir einer erzählen, was er will, dann kannst du dem auch im Prinzip einen Oettinger hinstellen. Der säuft es, wenn es kalt genug ist, kannst du es auch so trinken. Also es ist nicht so miserabel, dass man es nicht trinken kann. Aber wenn du dann vor allem noch einen Tee hast, ne, dann ist scheißegal, auf Deutsch gesagt, was du trinkst. Ne? Also, aber soweit lasse ich jetzt ja eh nicht kommen heute. Hier habe ich eigentlich was ganz Besonderes. Das ist der schwarze Picher. Und das ist auf noch eine ganz alte, hergebrachte Art gemacht. Dazu erzähle ich eine kleine Geschichte, eine kleine Anekdote. Das trinke ich erstmal auf euer Wohl. Richtig gutes klassisches Schwarzbier. Eisenhart, knallhart, nichts von wegen fruchtig mehr, wie jetzt das in den Sommertagen war, ne, wo ich die Hefeweizen präsentiert habe. Also das ist knackig, kernig und richtig auch stark. Ich bin mir gar nicht sicher mit den Prozenten, warte mal. Steht das gar nicht drauf? Das müssen die doch normalerweise draufschreiben. Ah doch, hier 5,0, das ist jetzt weniger als ich dachte. Also schmecken tut's kräftiger. Aber das liegt halt wahrscheinlich an der starken Malzzuführung. Ne? Hier ist sehr viel mehr Malz drin. Das schmeckst du absolut raus. Ne? Also das ist ja fast, wenn du auf einem Karamalz rumkaust, nur halt, dass es Alkohol drin ist. Jetzt mal dumm ausgedrückt. Ne, ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es ist unheimlich stark malzig. Aber der eigentliche Witz an der Sache ist ja, jetzt machen wir mal eine Anekdote, also eine Lehrstunde, für die, die es nicht wissen. Anekdoten von meinem Privatleben, was ich schon alles gemacht habe mit Saufen und so, das mache ich ein andermal. Ich kriege hier so viele Vorschläge, was ich alles machen soll, das kann ich nicht alles gleichzeitig, dem kann ich nicht allen gleichzeitig nachkommen, ne? Aber das werde ich sicherlich auch mal machen. Und also anfangen zu essen, so Sachen, das werde ich hier nicht machen, das entartet sonst, ich kenne mich. Ne? Wenn ich hier anfange, badische Gerichte aufzustellen und dann werden die Videos 30 Minuten lang, nee, das ist mir dann ehrlich gesagt zu blöd. Da gibt es schon genug bei Instagram Idioten, die das machen. Ich bleibe lieber, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber trotzdem danke, Georg, für den Vorschlag. Aber hier wird nicht gekocht und hier wird auch nicht gegessen, hier wird gesoffen. So, ja, das ist wirklich so. Und aber wie gesagt, so ein paar witzige Anekdoten über mein Leben, das kann ich, so die witzigsten, sagen wir mal, jugendfreien Sachen an Saufgeschichten kann man auch erzählen. Aber jetzt geht es erstmal um die Geschichte von dem Picher. Woher kommt der Name überhaupt? Also zu Beginn der Braukunst, wo überhaupt die Menschen haben angefangen, Bier zu brauen, da hat man die Biere noch in Holzfässern abgefüllt, so wie man es heute noch mit guten Weinen und Whisky macht. So. Und um das richtig dicht zu machen, hast du wirklich Pech genommen. Du hast Pech nehmen müssen, um die Holzfässer dann halt richtig zu versiegeln, dass da nichts ausläuft. Und damit es auch da, dass da keine Luft dran kommt, dass es in Ruhe gären kann und nicht verdirbt. So. Und das war praktisch ein Geselle oder ein Lehrling, ein Hilfsarbeiter vom Braumeister. Und das war eine offizielle Berufsbezeichnung, Picher. Picher, das war eine harte Arbeit, ne? Und eine schwere Arbeit und auch sicherlich nicht gut bezahlt, wie heute halt ein Hilfsarbeiter wäre. Aber der haben dann praktisch, die waren trotzdem, die waren wichtig, ne? Weil der Braumeister hat da keine Zeit und keinen Bock gehabt,
da noch herzugehen und nachher die Fässer abzudichten. Das ist aufwendig und anstrengend und dauert lang. Und deswegen haben die dafür extra Angestellte gehabt. Das waren die Piechau. Und ja, nach der Methode ist das halt gemacht. Also das ist immer Holzfass, das mit Pech zu gemacht ist. Heute geht es nicht alles mechanisch. Ne? Das gibt keine Piecher, also Berufspiecher mehr. Ne? Aber das Bier hat seinen Namen halt deshalb behalten. Und es hat also einen extrem erdigen Geschmack. Und das kommt mit Sicherheit auch von der Holzlagerung, klar. Also das ist auch bei Höpfner eine, glaube ich, ganzjährig verfügbare Sorte. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es ganzjährig verfügbar ist. So, den letzten Schluck auf euer Wohl. Und jetzt sind wir schon bei Nummer 2 für heute. Das ist das Porter. Ja. Hier. Das habe ich jetzt eigentlich auch immer vorrätig gesehen. Im Kühlschrank dort. Meistens also als Geheimtipp, falls ihr mal im Laden nicht alle findet. Es gibt die Chat-Tankstelle an der Heide Neustraße. Die ist direkt neben der Brauburg vom Höpfner. Wo jetzt auch dank der Corona-Krise das Pfingstfest leider ausgefallen ist. Dort ist es. Das ist sehr bekannt. Es gibt einfach ein Höpfner Burg, wer es nicht kennt. Direkt daneben ist die Tankstelle. Die haben mit denen einen Pachtvertrag. Und deswegen kriegst du da eigentlich alle Sorten, die zurzeit halt verfügbar sind, kriegst du dort auch immer. Maibock zum Beispiel ist jetzt leider vergriffen. Das hätte ich sehr gerne noch vorgeführt. Hätte man gut direkten Vergleich. Schulz! Hätte man gut einen direkten Vergleich mit dem Dings machen können. Mit dem Roséboc. Das ist ja eins meiner Lieblingsbiere. Also wenn ich mal abschießen will, das ist ja wirklich, also das ist ja der Hammer. 8%, ne? Das ist schon fast Weißweinliga. Und das trinkst du, also zwei Maß, da haut selbst Michael, also nicht jetzt in die Ecke, aber ich spüre das. Also ein ungeübter Trinker ist da platt. Wahrscheinlich schon nach einer Maß. Ist da ein ungeübter Trinker platt. Der schafft es gerade noch ohne fremde Hilfe, sich ins Bett zu legen. Ja? Also ich mache in dem Zustand dann noch Videos. Ne? Also, aber gut, ich bin natürlich auch eine andere Gewichtsklasse und halt auch eine andere Bierkampferprobungsklasse, muss man sagen. Ich trinke ja schon seit vielen Jahren und sehr gerne Bier. Viele, die mich kennen, wissen das. Eigentlich ja, alle, die mich kennen, wissen das. Ja. Jedenfalls haben wir jetzt das Porter, auch ein klassisches Schwarzbier. Das ist natürlich nicht so edel und lang gereift und nicht so anstrengend hergestellt wie das Schwedische Schwarze Bier. Das machen wir auch noch den direkten Geschmacksvergleich. Aber sie schreiben hier auch, dass es eine extra lange Reifezeit bekommen hat in der Höpfner Burg im Keller. Also auch wieder hier Schwarzbier, bestimmt malzaromatisch, ja doch, ich weiß ja schon vorher, Geheimnisverrat. Ne? Ich habe es ja schon mal getrunken in meinem Leben, aber heute präsentiere ich es jetzt für euch. Also es ist definitiv, wie ich sage, auch sehr malzaromatisch, aber das schwarze Piecher würde ich, also ich, meine freie eigene Meinungsäußerung, jeder darf das für sich selber entscheiden, ausprobieren. Aber ich sage, wenn ich mich entscheiden muss, definitiv schwarzer Piecher. Ist von den beiden im direkten Vergleich definitiv das wohlschmeckendere Bier. Was nicht heißt, dass das Höpfner nicht gut ist, sonst würde ich es jetzt nicht austrinken, sondern wegschütten. Also trinken kann man das auch sehr gut. Ist auch herb, malzbetont, aber das schwarze Piecher ist natürlich eine ganz andere Klasse. Ne? Also ich finde, und das ist glaube ich sogar nur 10 Cent teurer. Das ist der Hammer. Ne? Ja, ich glaube, das eine kostet irgendwie 1,5, wenn du eine Einzelflasche kaufst. Und das andere 1,15. Also es ist ein Witz im Prinzip. Ne? Für den höheren Aufwand, wenn man den berücksichtigt. Ne? Das ist überhaupt eine interessante philosophische Frage, wieso Bier früher so billig war, wenn die Arbeit des Herstellers doch relativ umständlich war. Wahrscheinlich liegt es daran, dass einfach die Leute so beschissen bezahlt wurden. Naja, aber jedenfalls sei es drum. Das Porter ist auch ein gutes Bier. Aber wer wirklich ein absolut exzellentes, exquisites Schwarzbier haben will, mit richtig, richtig ganz, ganz erdigen, malzigen Geschmacksnuancen, der muss ein schwarzer Piecher trinken. Das ist zum Beispiel dann eher was für hässliche Tage, so wie heute, wenn es regnet, wenn keine Sonne scheint. Ne?
dann passt sowas besser. Wenn es richtig knallheiß ist, würde ich so, was ich kürzlich präsentiert habe, Hefeweizen, Edelweizen, also Kristall oder Dunkel, dann eher empfehlen, weil das halt dann das Fruchtige geht. Aber für Tage wie heute, wo man schon fast wieder die Regenklamotten im Prinzip rausholen kann, ja, schwarzer Picher, definitiv, kann ich empfehlen. Jetzt trinke ich das Porto noch aus. Schnell weg damit, bevor es schlecht wird. Ne? Das wollen wir ja nicht. Und dann verabschiede ich mich für den Moment. Und man sieht sich bestimmt im Laufe des Wochenendes. Ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende im Voraus. Alles klar, macht's gut, bleibt gesund, trinkt hart und herzlich und genießt euer Leben. Denn es ist schneller vorbei, als man denkt. Deshalb immer jeden Tag genießen. Tschüss, euer Dave.